Bereust du etwas? Frei mit Edith Piaf, je ne regrette rien, ich bereue nichts, weil das nicht meine Form ist. Ich könnte vielleicht nachträglich sagen, das war ein Fehler. In einzelnen Situationen so oder so reagiert zu haben, aber es musste ja in dem Moment genau so gemacht werden. Also sprich, nachträglich zu sagen, man hätte ich bloß nicht und so, das ist einfach nicht meine Art. Hast du noch Pläne? Zugpläne? Ich habe nie einen Plan gehabt. Warum sollte ich jetzt plötzlich einen haben? Also die Dinge sind gekommen, haben sich entwickelt. Eins ist aus dem anderen entstanden. Und in dieser fortlaufenden Entwicklung ist unglaublich viel passiert. Da müssten andere 3, 4 Leben führen, um in dieser Fülle etwas in einem Leben zu bekommen, wie ich es bekommen habe oder wie es sich mir dargestellt hat oder wie es um mich herum war. Also ich habe da in der Hinsicht keine Pläne. Ich hätte Wünsche, ja, was den Planeten angeht, dass der Homo sapiens sapiens irgendwann mal vielleicht doch entweder was dazulernt oder eine entsprechende Mutation in der Amygdala oder sonst wo stattfindet, dass der aufhört, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Aber da kann man also auch nicht von Plänen sprechen. Ich werde nach wie vor in der Hinsicht aktiv sein und auch agitieren. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das und das und das und das muss ich in der Richtung jetzt noch erledigt kriegen. Also ich bin auch nicht der, glaube nicht, dass ich es schaffen werde, dass die alle zur Einsicht kommen, die anderen 8 Milliarden. Hast du Empfehlungen für jüngere Menschen? In Berlin gibt es an der Friedrichstraße den sogenannten Dorotheenstädtischen Friedhof. Da liegt der Herbert Marcuse begraben, ein Philosoph, weitesten Sinne politischer Denker. Und da steht auf dem Grabstein Weitermachen, Ausrufezeichen. Wofür bist du dankbar? Was ich am Anfang schon gesagt habe, meine Kindheit und Jugend im Elternhaus mit Großeltern in nicht begüterten, aber glücklichen Verhältnissen gehabt zu haben und mitgekriegt zu haben, was es bedeutet, in einer Umgebung zu leben, in der man einfach geliebt wird. Dafür bin ich mehr als dankbar. Und noch eine Zusatzfrage. Wir sitzen jetzt in einer Buchhandlung. Möchtest du noch etwas dazu sagen zum Thema Buchhandlung, Bücher? Bücher haben mich ein Leben lang begleitet und ich hoffe, dass das auch andere Leute machen und dass das auch so bleibt. Aber das ist nicht absehbar. Ich würde es mir wünschen, aber ich habe keine Ahnung, wie die Menschheit dazu sich verhalten wird in ein paar Jahren. Wunderbar, danke.